Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Im Sinne eines gewissen Epilogs am Ende meiner kleinen Studienreise in das Leben von Gerbert von Aurillac möchte ich nun abschließenderweise einige Seiten des belgischen Historikers Jan Dont lesen. Die große geistige Umwälzung, die kurz vor der vollen Entfaltung des Hochmittelalters erfolgte, lag gerade in der Entdeckung der Logik. Man kann den Zeitpunkt dafür auf das Jahr 972 datieren, in dem Gerbert von Aurillac sich in Reims niederließ. Als Leiter der dortigen Domschule hatte er sich früher als jeder andere für die wissenschaftlichen Schriften von Boethius stark interessiert. Er verbreitete sie, indem er sie seinen Schülern zugänglich machte. Das nie genug zu schätzende Verdienst Gerbert von Aurillacs bestand darin, dass er sich nicht mit mehr dem System von Cassiodorus oder mit dem Inhalt der im 9. Jahrhundert kompilierten Handbücher begnügte. Gerbert von Aurillac galt als der größte Gelehrte seiner Zeit, doch war er nicht etwa ein Genius, der die Gedankenwelt Westeuropas auf dem Weg über eine starke Bewertung der Logik bewusst verändert hätte. Für ihn war die Logik immer noch eine viel geringere Wissenschaft als die Rhetorik, die in dem überzeugenden Vorbringen der Argumente bestand. Gerbert erkannte, wie so viele, die Lehren nicht das Wesentliche, aber umso schneller erkannten es seine Schüler. Indem nicht nur auf politischem, sondern auch auf geistigem Gebiet während des 10. Jahrhunderts herrschenden ungeheuren Chaos erschien die Logik als ein fast unbegreifliches und unerwartetes Phänomen der Klarheit. Eine einfache Technik, durch deren Anwendung sich die äußerlich so verschiedenen Erscheinungen ordnen ließen. Die von Boethius übersetzte Einführung des Porphyrios in die Kategorienlehre des Aristoteles brachte einer über die Unsicherheit des Menschen und die Wirrnisse des Geistes und der Ereignisse verzweifelten Welt auf einmal gedankliche Ordnung, die für sie neu waren. Gerbert von Aurillac und die späten im 11. Jahrhundert wirkenden Gelehrten kannten nur einen kleinen Teil der Werke von Aristoteles. Doch dies genügte, um die Geister zu entflammen. Man diskutierte über die Logik, wie man später über Physik und Astronomie diskutierte. Die bedeutendsten Menschen jener Zeit arbeiteten an der Erforschung einer Welt, deren Ordnungsprinzipien sich ihnen durch die logischen Begriffe enthüllt hatten. Im Zusammenhang mit diesen Entdeckungen des Geistes entbrannte der berühmte Universalienstreit, der Streit darüber, ob die Universalia, also Gattungsbegriffe, nur Worte, also Nomina seien, oder ob sie Wirklichkeiten entsprechen. Die Anhänger der ersten Auffassung, die Nominalisten, standen im Gegensatz zu den anderen, die Realisten genannt wurden. Nach Meinung der Nominalisten gab es in der Natur nur individuelle Phänomene. Wenn wir also eine Anzahl von Individuen als Gruppe zusammenfassen und ihr einen Namen geben, so beruht dies nach Ansicht der Nominalisten auf einer Abstraktion, die sich auf keine Realität beziehen kann. Die Realisten vertraten die entgegengesetzte Auffassung. Sie glaubten, dass gerade umgekehrt die unsichtbaren allgemeinen Phänomene, den Gattungsbegriffen entsprechend, wirklich bestünden und dass die individuellen Erscheinungen nur ihr Widerschein seien. Für die Realisten bestand das, was mit dem Gattungsnamen bezeichnet wurde, wirklich, wenn es auch den Sinnesorganen unzugänglich war. Für die Nominalisten waren die Namen nichts als Klänge. Der Streit zwischen den Nominalisten und den Realisten bezog sich unmittelbar auf die logischen Ordnungen, mit denen man durch die Lehrtätigkeit Gerbert von Aurillacs an der Domschule von Reims bekannt geworden war. Man fragte sich, ob die Gattungen zum Beispiel Mensch oder Baum und die besonderen Ordnungen, etwa Römer bzw. Buche, als Zusammenfassungen individueller Phänomene objektiv und außerhalb der erkennbaren Einzelerscheinungen existierten. Schauplatz dieser geistigen Auseinandersetzungen, die später zu scharfen Gegensätzen und zur Intervention der kirchlichen Autoritäten führten, war vor allem die Domschule von Chartres. Neben den Begriffselementen der aristotelischen Logik hat Gerbert von Aurillac dem westlichen Europa aber noch ein anderes Ordnungsprinzip zugänglich gemacht, die mathematische Zahlenrechnung. Gerbert hat lange in der spanischen Mark, wahrscheinlich in der Stadt Ripoll, gelebt. Die spanische Mark, das Gebiet zwischen den Pyrenäen und dem Ebro, aber war die Übergangszone zwischen der westeuropäischen Christenheit und dem Islam.
Die historische Bedeutung Geber von Aurillac lag darin, als erster aus dem Grenzgebiet der Moslems jene Wissenschaften nach Westeuropa gebracht zu haben, die bei den Arabern blühten. Geber verdankte seine astronomischen und musikalischen, vor allem jedoch seine mathematischen Kenntnisse den Arabern, aber es bleibt sein Verdienst, diese Kenntnisse in Westeuropa, in der Welt der Christenheit verbreitet zu haben. Man kann sagen, dass er fast im buchstäblichen Sinne des Wortes Westeuropa wieder gelehrt hat zu rechnen, verbreitete er doch den Abakus, das antike Rechenbrett, dessen Gebrauch nach dem Untergang des römischen Kaiserreiches in Westeuropa verloren gegangen war. Geber von Aurillac verstand es, mittels des Abakus seinen kulturell wenig entwickelten Zeitgenossen den abstrakten Begriff der Zahl sowie die Kunst des Addierens und Subtrahierens größerer Summen zugänglich zu machen. Bald lernte man auch mit Hilfe des Abakus die Multiplikationen und die Division. All dies erscheint dem Menschen unserer Zeit recht einfach. Und doch kann man erst seit einigen Jahrhunderten Rechnungen vornehmen, bei denen mit Zahlen von der Größenordnung einiger Tausend manipuliert wird, wodurch es möglich geworden ist, große Gesamtheiten zu Gruppen von bestimmter quantitativer und qualitativer Bedeutung exakt zusammenzufassen. Die große Errungenschaft des 11. Jahrhunderts war also die Vernunft, die dem Denken und dem geistigen Wirken die ordnenden Prinzipien gab. Gleichzeitig verbreitete sich unter den Volksmassen, die Frieden begehrten, der Wille zur solidarischen Gemeinschaft. Dies alles verlieh dem Jahrhundert eine Perspektive der Hoffnung. L'alba par umemar, altra sol poi passar, bigil miraclar tenebra. Morgendämmerung über den Wassern des Meeres. Hinter dem Bergstock bricht nun die Sonne. Hervor, hellen Auges, durchbricht sie, o Wunder, die Schwärze der Finsternis.